Herzlich willkommen auf meinem Mutti-Kuli-Channel. Ich bin Sauer Laser und heute ein neues China-Car aus China. Möchte ich euch gerne vorstellen, ist über einen Amazon-Händler zu mir geschickt worden. Ich muss hier leider dieses kleine Logo oder hier unten in der Ecke Werbung einblenden, da das die Mediengesellschaft oder die Medienzentrale das gerne möchte. Und das Ganze wurde hier mir für diese Videoserie zur Verfügung gestellt. Bezahlt werde ich dafür nicht. Und zwar handelt es sich hier um den Kollegen, der passt gar nicht ganz rauf, von der Firma hier oben stehend, Viruk. Es ist ein Spaßmobil für Groß und Klein, aber eher für die Kleinen, würde ich sagen. Und ja, der Karton ist riesig. Das Auto gibt es in drei verschiedenen Farben, Rot, Grün und Blau. Ich habe gesagt, ich möchte gerne Grün haben. Ist ja einfach nur zum Testen. Ich zeige euch das mal hier eben kurz an der Seite. Es ist, wie gesagt, ein Funmobil für kleine Heranwachsende, Jugendliche etc. Ich würde sagen eher für die Kleinen. Funke und wie der Akku reinkommt. Und ja, wir sehen, wir haben ein NIM-Batteriepack mit 9,6 Volt, 1000 mAh und das Ganze läuft mit einem USB-Charging ab. Ich würde es über das Ladegerät machen. Wir haben hier eine Besonderheit, wir haben nicht nur einen Akku, nein, wir haben auch noch einen zweiten Akku hier drin und das finde ich richtig gut. Somit kann der Kleine richtig, richtig lange fahren. Und ja, hier steht 360 Grad Stun Rotation. Das werden wir uns dann mal gucken, weil das ist ein echt Funmobil. 4WD, 2,4 GHz und ja, wir packen das Ganze mal aus. Dann zeige ich euch das mal. Wo ist denn der? Oh, wir müssen ihn einmal drehen. Da haben wir das gute Stück. Hier haben wir einmal eine Bedienungsanleitung, User Manual. Da steht dann alles Mögliche drin, wie ihr den Akku anschließen müsst, was wichtig ist für den Akku, wo ihr die Batterien reinpacken müsst und, und. Leider alles auf, so wie ich sehe. Oh nee, hier Deutsch. Deutsch ist vorhanden, habe ich gar nicht gesehen. Deutsch ist hier auch vorhanden. Das heißt, erste Seite Englisch. Hier ist die deutsche Seite. Stun X heißt das gute Stück. Ist ja witzig. Und ja, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. So. Ich bin mal gespannt. Ja, hier ist der Stun X. Richtig stark. Ach, hier oben ist sogar noch eine kleine Karte. Und ja, das Teil sieht richtig ulkig aus. Und deswegen wollte ich ihn auch unbedingt haben. guckt euch das Teil an. Ich packe ihn mal aus. Einmal das Auto selber. Dann haben wir eine Funkfernbedienung. Nur mit Klickschaltern. Das heißt, ihr hört das. Und auch die Funke hat leider nur Klickschalter. Das heißt, wir haben hier keine Putties und keine geregelten Sachen. Ist halt für die Kleinen. Dann haben wir noch einen zweiten Akku. Den lasse ich mal drinnen. Der andere Akku ist schon eingebaut. Dann haben wir noch einen kleinen Schraubenzieher, den wir brauchen, um den Akku auszutauschen. Und ein USB-Ladegerät. Es wird empfohlen, diese Akkus nicht länger als 8 Stunden am USB-Ladegerät dran zu lassen. Deswegen würde ich sagen, vorsichtig mit einem Ladegerät, mit einem ordentlichen Ladegerät aufladen, statt hier mit dem USB. Aber falls der Gewinner, weil das Auto wird nämlich dann später an euch verlost. Und falls der Gewinner kein Ladegerät hat und dieses USB-Ladegerät benutzt, dann nicht länger als 8 Stunden am USB-Steckplatz lassen. Ja, gucken wir uns das gute Stück mal an. Wie wir sehen, ist er so aufgebuckt, sieht aus wie so ein kleiner Monster-Truck. Er ist richtig groß, ich bekomme ihn kaum aufs Bild, richtig riesig. Und ich würde sogar sagen, dass er schon so, ja, in dem Zustand 1,10er Größe hat. Aber wir gucken uns gleich den Special Move an. Wir sehen, hier oben hat er Räder oben drauf. Das ist der Grund, da das Auto auch auf der Seite rollen kann. Und ja, sieht so ein bisschen komisch aus, weil so kann kein Auto fahren. Wir haben hier einmal die Schraublöcher, die gucken wir uns einmal kurz an gemeinsam, bevor wir das Auto einmal einschalten. Die werden hier einmal aufgeschraubt, die Schrauben könnt ihr verlieren, deswegen vorsichtig. Ja, mit ein bisschen Frickeln und ein bisschen Ziehen müsst ihr die Klappe hochmachen. Hier haben die Leute auch schon am Werk Probleme gehabt, wohl den Deckel aufzukriegen. Nicht so schön, muss ich an dieser Stelle sagen. Ansonsten der Deckel sehr gut und sehr dick gemacht. Hier haben wir den Akku drunter, der schon bei der Lieferung eingesteckt war. Ich wollte es euch aber trotzdem mal zeigen, wo er sich befindet und wie ihr ihn rauskriegt. Da müsst ihr hier ein bisschen frickeln, also ein bisschen nach vorne ziehen die Klappe. Und dann beim Reinstecken auch wieder so ein bisschen frickeln. Das heißt, mit einem Schraubenzieher hier rein und dann hier an die Seite und so ein bisschen nach vorne ziehen dabei, zack, und dann kriegt er den Deckel auch ab. Ist ein bisschen schwer gemacht, aber funktioniert. Gut, dann schrauben wir ihn wieder fest.
Und wir schalten den Kleinen jetzt mal ein. Wir haben hier an der Seite einen An- und Off-Button. Und jetzt achtet mal, was passiert, wenn ich diesen Schalter jetzt betätige. Ich habe so ein bisschen Panik, weil das ist so, wir schalten zuerst die Funke einmal ein. Und ich schalte jetzt mal den Wagen ein. Das passiert jedes Mal. Zack. Und schon haben wir, man könnte sagen, einen Flachbahner. Und ja, so haben wir einmal ein Auto für grobes Gelände und einmal ein Auto für flaches Gelände. Und ich muss sagen, der Deckel kommt schon fast auf den Boden. Und somit können wir das Auto nämlich zweiseitig fahren. Also auf der Seite einmal und auf der Seite einmal fahren. Richtig stark. Und ja, hier haben wir die Funke. Wir können einmal, ich zeige einmal die Lenkung, wie sie funktioniert. Und ihr seht, lenken tut er mit dem ganzen Body. Und fahren. Er ist ziemlich schnell, muss ich sagen. Hat aber auch nur eine Stufe. Das heißt, hier ist nichts, sondern, hört mal, das ist mit einem Klicken nur. Und auch vorne ist nichts, nur mit einem Klicken. Ja, das muss euch bewusst sein. Per Knopfdruck, wenn ich hier drücke, verwandelt sich dieses Auto wieder in ein, ja, so gesehen Monster Truck und auch die Lenkung ist wie so eine Raupe. Und ja, er fährt sehr lustig. Muss ich sagen. 4WD, also wir haben, es kommt mir so vor, als wenn wer hier einen Motor verbaut und hier hinten jeweils einen Motor verbaut. Der Antrieb ist auch sehr schwergängig. Und ja, aber okay. Und wieder zurückverwandelt. Das Coole ist, wenn der Wagen sich mal umdreht, haben wir ja Rollen, auf denen wir weiterfahren können. Ihr müsst dann aber umrechnen, dass denn vorwärts dahin ist und rückwärts dahin ist. Wenn wir das Auto wieder umdrehen, haben wir wieder vorwärts nach vorne natürlich und rückwärts wieder nach hinten. Da muss man ein bisschen umdenken, dass wenn der Wagen umgedreht ist, dass man das berücksichtigt. Ansonsten, sehr schönes Auto, sieht sehr cool und ja, sieht echt futuristisch aus, muss ich sagen. Auch hier mit diesem Gummi in der Mitte, also hier an den Seiten, was den Wagen hier so schützen soll. Die Achsen, ja, das Ganze macht einen sehr robusten Eindruck, muss ich sagen. Also es fühlt sich, das Kunststoff fühlt sich gut an, so leicht, ja. Wie soll ich sagen? Ich habe so das Gefühl, dass das Kunststoff ist, was sehr schnell bricht an der Stelle. Ja, und sollte der Wagen mal auf der Seite liegen und wir drücken den Knopf, dann passiert Folgendes. Er liegt auf der Seite. Das Auto lässt sich aber so ohne Probleme umkippen. Das ist so ulkig. Das sieht aus wie so eine Raupe, die auf Hilfe wartet. Hilfe! Ja, aber ihr seht, mit vorwärts und rückwärts und kippt das Auto irgendwann. Und wenn es auf der Seite liegt, kann man zack drücken. Und dieses Auto, ich denke, das ist für die Kleinen genau das Richtige. Deswegen wollte ich es auch unbedingt vorstellen auf meinem Kanal. Ich glaube, hier braucht man nie wieder laufen, um das Auto umzudrehen. Weil egal wie rum das Auto liegt, man kann immer diesen Knopf drücken und hat immer wieder diese gerade Fläche und kommt immer wieder weg, wo man gerade feststeckt. Und wie das aussieht, das werden wir uns jetzt mal angucken in diesem Video. Ich werde ihn nicht allzu dreckig machen, weil ich möchte ihn gerne mit zur Verlosung geben. Da wird sich der ein oder andere Vater vielleicht freuen, wenn er das seinem Kleinen schenken kann zum Spielen und Spaß haben. Aber wir werden trotzdem mal reinschauen, was er kann. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal raus. Ding, ey. So, liebe Leute, wir sind draußen mit dem guten Gefährt. Leider Winterzeit und ja, die tatsächliche Helligkeit haben wir hier. Ja, ist leider Winterzeit. Ich drehe jetzt künstlich hoch, damit ihr was sehen könnt, weil es halt Winter. Aber wir fahren jetzt mal los mit dem Teil. So, aufgeladener Akku. Das ist jetzt die Monster Truck Version. Okay. Ist ja ziemlich schnell, muss ich sagen. Für ein Spielzeug. Also ein Kind wird sich definitiv darüber freuen. Oh, oh, nein, nein. Kein Problem. Jetzt ist das eingetroffen, was ich meinte.
Zack. Und wir fahren einfach weiter. Wie cool ist das denn? Ja, Kraft, um darauf zu kommen, hat er nicht. Jetzt gucken wir mal kurz. Ja, diese Rollen tun die nicht. Ansonsten echt witzig gemacht, das Ding. Flach. Und wenn das Gebiet uneben wird, dann verwandelt man ihn in einen Monster Truck und fährt jetzt durch das umfahrbare Gebiet. Wir fahren mal hier durch. Ja, hat er schon zu kämpfen, aber er kommt durch ohne Probleme. Jetzt verwandeln wir mal, wir gehen mal näher ran. Jetzt verwandeln wir ihn mal zu einem flachen Wagen und fahren da mal rein. Und ja, kommt er ein bisschen schwerer voran. Jetzt verwandeln wir ihn und verwandelt gar kein Problem. Ja, cool. Ey, wie voll cool das Teil. Oh. Zack. Gar kein Problem. Und Verwandlung ins Flache. Ja, das ist so geil. Oh, im flachen Zustand hätte er sogar fast eine Chance gehabt. Ich finde die putzig. Wir dürfen nicht vergessen, Kinderspielzeug, ganz klar. Ist natürlich für kleine Kinder gedacht. Aber ich finde die cool. Genau das Richtige für die Kleinen. Schade, dass er hier nicht drauf kommt. Die Verwandlung finde ich immer noch am besten. Er hält echt was aus. Hätte ich nicht gedacht. Und dann geht es weiter auf der Rückseite. Da sind jetzt die blöden, diese Rollen. Zack, und dann geht es weiter. Ich finde den witzig. Aber da hoch kommt er leider nicht. Na gut. Noch mal kurz ein paar technische Daten zu dem Auto. Fahrzeit werden angegeben von 15 Minuten. Wir hören, er verliert immer noch nicht seine Kraft. Er hat immer noch die Kraft, wie er am Anfang hatte. Wenn ich ihn verwandle, dann ist die Kraft auch noch gleich. Ich verwandle ihn mal wieder. Wir hören, die Motoren haben das gleiche Geräusch. Wenn die Akkus leer werden, hört man das. Dann machen die so, dann werden die langsam so langsamer. Aber hier gar kein Problem mit ihm. Ich finde den geil. Das ist ein cooles Spielzeug. Auch während der Fahrt Verwandlung möglich. Oho, jetzt geht's nicht mehr. Ich glaube, jetzt wird er nämlich langsam leer. Wir können ihn nämlich jetzt nicht mehr verwandeln während der Fahrt. Ah doch, runter geht er noch, aber hoch geht er nicht mehr. Angegebene Fahrzeit 15 Minuten. Ist ordentlich, ist okay. Für den NIM-Akku ist das auf jeden Fall in Ordnung. Wir haben 4 WD, 2 Motoren. Wir können ihn verwandeln in Hoch und Runter. Und für Kinder genau das Richtige. So, wir probieren nochmal die andere Seite. Das hat er geschafft, ohne Probleme. Und das auch. Verwandeln wir nochmal in den Monster Truck. Wir machen das gleiche nochmal in Monster Truck Form. Die Lenkung ist gewöhnungsbedürftig, aber für Kinder genau richtig. Man kann auch gut lenken, man darf nur ganz leicht so die Punkte anhauen. Wenn du Dollar machst, dann lenkt er halt Dollar. Aber wenn du nur so ganz leicht machst, dann lenkt er auch nur so ganz leicht ein. Und ja, kein Problem. Zack. Und weiter geht's.
So, und jetzt will ich noch mal was ausprobieren. Und zwar schafft er das? Dafür ist der Akku, glaube ich, schon zu schwach. Probier es aber trotzdem noch mal. Mit ein bisschen Hilfe, wenn der Akku noch voll ist, kann er das von alleine. Wir fahren da nochmal hoch. Und da ist er. Gut, gehen wir nochmal kurz näher ran. So, jetzt gucken wir uns mal den Zustand an. Ich mache mal eben kurz Licht für euch, damit ihr was sehen könnt. Wir gucken uns jetzt mal kurz den Zustand an von der Fahrt. Ja, hier haben wir so ein bisschen leichte Spuren, hier vorne auch, aber ansonsten, ja, da auf dem Dach, wo er keine Rollen hat, aber das war's. Ansonsten, richtig klasse Auto, kaum Dreck. Das Auto funktioniert noch, wir aktivieren jetzt mal den Modus. Und das funktioniert auch noch einwandfrei. Wir aktivieren den Modus nochmal. Ja, ich habe so magische Hände. Und nochmal. Und nochmal. So. Und jetzt nochmal. Ja, funktioniert noch einmal frei. Und nochmal. Okay, und nochmal. Ja, wie gesagt, Akku hält auf jeden Fall ziemlich lange. Wir sind jetzt 8 Minuten, 9 Minuten gefahren. Davor bin ich hier noch eine Testfahrt gefahren, eine kleine, um zu gucken, wie das Auto sich fahren lässt. Das heißt, wir haben so ungefähr 10 Minuten und wir aktivieren nochmal. Und er hat noch ein bisschen Saft. Ich weiß nicht, wie lange noch, aber er verliert schon ein bisschen jetzt die Energie. Das heißt, das mit den 15 Minuten ist realistisch. Ich gebe jetzt mein Review auch gleichzeitig hierzu ab, weil ich ihn danach sauber machen werde. Und dann kommt er zur Verschenkung. Ich finde ihn richtig stark. Cooles Auto. Negativ ist, an der Funke muss ich was aussetzen. Und zwar, dass wir hier nur per Knick lenken. Und auch mit dem Gas, dass wir hier nur mit den Knicks lenken. Cool finde ich den Knopf, den dritten Kanal. Das ist wirklich stark. Das ist ein dritter Kanal an der Funke mit dran. Das finde ich cool. Ich finde cool, dass 2 Akkus dabei sind. Das heißt, ein Kind könnte ungefähr 30 Minuten damit unterwegs sein. Hier das Gebiet ohne Probleme gemeistert. Gut, die hohe Kante hat er nicht geschafft, aber hier die Auffahrt hat er ohne Probleme geschafft. Durch schweres Gelände ist er auch gekommen. Ich denke mal, über Rasen und Co. ist das kein Problem für ihn. So hoch wie halt eben hier der Radstand das möglich macht. Und das ist ungefähr eine Fingerbreite. Im flachen Zustand hat er theoretisch sogar eigentlich noch mehr. Wenn er aufgebockt ist, hat er eigentlich weniger. Aber macht eine gute Figur, funktioniert. Ja, für Kinder, die werden sich freuen am Weihnachten. Und ja, das war's mit dem Racing Vehicle Transformers, whatever. Ich habe den Namen nicht mehr im Kopf. Wie ihr ihn vom Unboxing gesehen habt, das war's mit dieser kleinen Raupe. Ich finde ihn super cool, ehrlich. Nettes Spielzeug für das Geld, top. Verarbeitung ist auch okay. Und ja, kleine Kratzer ist absolut verkraftbar, finde ich. Ist echt noch okay. Wir haben ihn jetzt auch hier ein bisschen in der Halfpipe ein bisschen hart drangenommen und so alles. Ich finde das absolut okay. Gut, das war's. Den Wagen werdet ihr in der Verlosung sehen. Und das war's mit meinem Video. Schaltet auch wieder ein. Das heißt Laser Time. Tschüss. Und nochmal. Und nochmal.